Wir sprechen heute über Moonbreaker. Das ist ein Spiel aus dem Hause Unknown Worlds. Die kennt man zum Beispiel für Natural Selection oder für den noch größeren Hit Subnautica. Beziehungsweise auch Subnautica Below Zero natürlich. Ist von Krafton verlegt tatsächlich. Und Moonbreaker ist ein, ja, eine Mischung zwischen einem Tabletop und Hearthstone. So ein bisschen zumindest. Also, es gibt eine Mana-Mechanik, mit der ich jede Runde ein bestimmtes Kontingent zur Verfügung bekomme und teilweise auch Sachen aus der letzten Runde übernehme, dass ich dann ausgeben kann, um meine Figuren zu spielen, die dann wiederum mit einer separaten Mana-Mechanik angreifen können oder Spezialattacken machen können. Und es macht irgendwie Laune. Man kann es im PvP spielen, man kann es im PvE spielen, sogenannte Boss-Runs. Dabei wird dann praktisch der eigene Champion, beziehungsweise das Leben des eigenen Champions, mit in jeweils in die nächste Runde übernommen. Habe mich relativ schnell auf die Schnauze gekriegt, weil ich natürlich auch noch recht unerfahren in diesem Spiel bin. Und was es halt auch gibt in diesem Spiel, ist die Möglichkeit, diese Minifiguren, diese 3D-Modelle, selber zu bemalen. Und das gibt mir natürlich sehr, sehr starke Warhammer-Tabletop-Vibes. Ne? Denn ihr wisst, hin und wieder mal ein Figürchen bemalen, das mache ich gerne, auch wenn mein Great Pile of Shame natürlich noch relativ hoch ist. Und aber ich finde das an sich ein sehr, sehr cooles Konzept, dass man einfach dann gegen seine Freunde mit eigens bemalten Figuren spielen kann. Und das halt nicht nur im echten Leben, sondern halt auch online. Es sind natürlich keine Franchises dabei, das heißt, falls ihr jetzt da irgendwie Warhammer vermutet oder so, nein, ist nicht dabei, keine Sorge, es ist eine komplett eigene Welt, die von Brandon Sanderson, das ist ein amerikanischer Autor, ja, praktisch erstellt wurde und in der das Ganze halt stattfindet und spielt und so weiter und so fort. Und ich glaube, das ist eine sinnvolle Geschichte und dadurch, dass man sich praktisch selber Skins erstellen kann, fällt auch so ein bisschen die Notwendigkeit für Microtransactions weg. Es gibt ein DLC für Cosmetics, das kostet nochmal extra 20 Euro. Dabei bin ich mir aber gerade gar nicht sicher, was da alles mit dabei ist. Aber, wie gesagt, ihr könnt euch die Figuren auch einfach selber bemalen. Und dafür hat man hier ein, finde ich, solides Spiel für 30 Euro. Und ich glaube, wenn man da Zeit reinstecken möchte und halt rundenbasierte Strategie gegen andere Spieler mag, kann man sich hier ganz gut mit vergnügen. Ne? Falls ihr weitere Fragen zum Spiel habt, haut die gerne mal in die Kommentare. Und für alle Tabletop-Enthusiasten würde ich sagen, schaut euch mal Moonbreaker an. Liegt aktuell noch so ein bisschen unterm Radar, aber kann ich mir gut vorstellen, dass das gut abgehen kann. Ne? Gut, in dem Sinne sehen wir uns nächste Woche. Bis dahin, macht's gut und haut rein.